Hallihallo, schön, dass du vorbeischaust. Hier ist Theresa von SammyDow. In diesem Video packe ich endlich die Pakete aus, die ich gerade bekommen habe. Ich fange mit dem kleinsten an. Das, glaube ich, sind die Puppenstiefel. Und da sehe ich gerade, dass Com Gateway alles neu verpackt hat mit einem DHL Backpackchen hier. Und da sind die Schuhe auch. Falls du auch American Girl Dolls kennst, dann kannst du dir vielleicht schon denken, zu wem diese Schuhe gehören. Dann schauen wir uns als nächstes noch ein Kleidchen an. Das habe ich auch für die Puppe bestellt, die ich gleich auspacke. Und das Kleidchen gehört zu den Stiefeln dazu. Und jetzt wissen alle American Girl Liebhaber auch, um welche Puppe es sich handelt, die ich denn dann gleich auspacke. Da sehe ich schon einen American Girl Sticker. Mal schauen, was da drauf steht. Doll Hospital, Puppenkrankenhaus. Also diese Puppe kommt gerade aus dem Puppenkrankenhaus. Ihr könnt meine Tochter im Hintergrund hören, sie lacht. Naja, wenigstens hat sie Spaß. Das ist Sage. Das ist das Girl of the Year, das Mädchen des Jahres 2013 von American Girl. Und sie hat einen brandneuen Kopf. Da war irgendwie der Kopf nicht mehr ganz in Ordnung und da kann man die Puppen ins Puppenkrankenhaus schicken zu American Girl und dann wurde der ganze Kopf ausgewechselt. Der Körper ist gebraucht, deswegen habe ich da auch so einen guten Deal gekriegt hier. Jetzt mache ich mal die Gummibänder ab und sie kann endlich aus dieser Box herauskommen. Es war jetzt lang genug, war sie da drin und ist lang genug gereist. Och, das ist ja süß, das ist eine gute Besserungskarte hier. Von deinen Freunden bei American Girl, wenn die nur wüssten, dass diese Karte und diese Puppe zu einer gestandenen Dame, nicht zu einem Kind kommt. Naja, ich bin glaube ich nicht die einzige erwachsene Puppensammlerin. Jetzt ist sie endlich frei, oder? Können wir auch gleich das Haarnetz abmachen und uns mal die Haare genau anschauen. Ich wollte unbedingt eine Puppe mit roten Haaren haben und mit Sommersprossen. Und da kam sie mir über den Weg in meinen Puppensuchungsstunden im Internet. Und da ist sie, ach, sieht sie doch süß aus mit ihrem Krankenhauskleidchen. Aber jetzt ziehen wir immer ihre richtigen Klamotten an, weil jetzt ist sie ja vorbei mit Krankenhaus. Sie ist ja jetzt wieder gesund. Sieht wieder gesund und frisch aus im Gesicht und kann jetzt wieder ihre normalen Klamotten anziehen. Und die Ohrringe sind so süß, die fallen mir jetzt erst auf. Die habe ich eben noch überhaupt nicht gesehen. Da war ich so mitgerissen von ihren Haaren und von ihren Augen. Die Arme und Beine sind ein bisschen locker. Da muss ich dann noch lernen, wie man bei American Girl Dolls die Arme und Beine festmacht. Da habe ich schon mal ein Tutorial irgendwo gesehen, aber ich weiß nicht mehr genau wo. Und dann werde ich das wohl auch mal filmen, um zu zeigen, wie das denn vor sich geht. Falls ich das denn hinkriege und kann ich euch zeigen, wie ich mich blamiere mal wieder. Das mache ich ja immer gerne. Und da ist das Kleidchen auch. Und dann ziehen wir ihnen auch die Socken aus, dann passen die Stiefel bestimmt auch besser. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt American Girl Doll Puppenstiefel anziehe. Bisher habe ich ja so einfachere Sandalen und Schüchen. Das geht ein bisschen leichter. Aber ich glaube, ich werde das auch hinkriegen. Das ist ganz praktisch hinten mit Klettverschluss an den Schüchen. Das ist vielleicht ganz clever, wenn man Puppenschuhe macht. Sollte ich mir mal merken. Und da ist sie auch mit ihren schicken roten Haaren. Ich wollte ihr unbedingt eine Puppe mit roten Haaren und Sommersprossen. Die Haare sind ein bisschen anderer Ton als meine Haare. Ich wollte so ein bisschen eine Puppe, die so ein bisschen wie ich aussieht. Ich habe noch eine andere Puppe gefunden, die hatte rote Haare und grüne Augen, so wie ich sie ja auch habe. Aber die hatte keine Sommersprossen. Das war die Just Like You Puppe Nummer 61. Vielleicht zieht die auch irgendwann mal hier ein, aber jetzt ist erstmal Sage hier. Ja, ich wollte einfach eine Puppe, die mich an mich selber als kleines Mädchen erinnert. Und da ich so sehr Heißluftballons geliebt habe und immer noch liebe und auch Pferde und die Sage beides auch lieb hat und man kann das natürlich auch alles kaufen. Es gibt auch ein Plastikpferd und einen Heißluftballon, aber das ist natürlich ungeheuer teuer, das aus den USA hierher zu schicken. Deswegen werde ich mir entweder selber mal was basteln oder muss eben sehr lange sparen. Naja, ich merke, dass ich hier so meine Plastikpuppenliebe auslebe, was ich als kleines Kind nicht so gemacht habe. Und es macht mir Spaß und ich freue mich schon, wenn ich dann Puppenkleider designen und nähen kann für dieses Püppchen. Und ich hoffe, ihr seid im nächsten Video dabei.
wenn ich dann mein anderes Puppenpaket auspacke. Bis dann! Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und es war hilfreich. Gib mir doch einen Daumen hoch, abonniere den Kanal für mehr Videos und hinterlass mir einen Kommentar mit deinem Feedback und Videowünschen. Wenn du Lust hast, kannst du mich auch auf Facebook, Instagram und Twitter finden. Ich würde mich freuen, dich da zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!